Wow, vielen Dank für 100 Abos. Ich freue mich unglaublich darüber. Und ihr seid so tolle Abonnenten. Ich freue mich einfach nur. Als ich mich entschieden habe, auf YouTube zu gehen, ja, da habe ich gedacht, na mal schauen, was daraus wird, ob das den Leuten überhaupt gefällt, was ich da so mache. Ich meine, ich habe wirklich immer viel Spaß daran, Musik zu machen. Was ich aber noch überhaupt nicht gemacht hatte, bevor ich angefangen habe, nach YouTube zu kommen oder Musik auf YouTube online zu stellen, war Musik zusammenzumischen. Ja, deswegen sind auch die Sachen, die ich am Anfang reingestellt habe, vielleicht nicht so super toll abgemischt. Aber man lernt auch unheimlich viel über die Zeit hinweg und ja, ich versuche mich immer stetig zu verbessern. Ich hoffe sehr, dass mir das gelingt und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß mit meinen Videos. So, das ist ja ein Special und deswegen möchte ich auch mal eine andere Seite von mir zeigen. Und zwar interessiere ich mich natürlich nicht nur fürs Singen, auch wenn das einen riesigen Platz in meiner Freizeit und meinen Hobbys einnimmt und überhaupt Musik zu machen. Also ich spiele auch ein bisschen Gitarre, auch wenn ich in letzter Zeit nicht wirklich dazu gekommen bin. Naja, es interessieren mich eben auch andere Dinge, zum Beispiel Gedichte. Ja, und deswegen habe ich mich mal im Internet umgesehen und bin dabei auf die Synchronsprecherkartei Engelszungen gestoßen. Und das Besondere in dieser Synchronsprecherkartei ist, dass jeder Synchronsprecher dort ein bestimmtes Demoband aufsagt. Naja, und dieses Demoband beinhaltet ein wundervolles Gedicht. Und dieses Gedicht möchte ich euch gerne vorlesen. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Engelssprache. Ihr seid es, die wir gar lieben, doch sehen könnt ihr uns nicht. Ihr hört uns deutlich in großer Ferne, doch hören könnt ihr uns nicht. Ihr glaubt uns weit, wir sind so nah und spüren jeden Atemzug. Wir sind die, die bringen Nähe zu den Fernen, die bringen Licht zu den Lichtlosen, die bringen Wort zu den Unwissenden. Wir sind die, die bringen, und sind es nicht. Für euch nur Boten, mehr sind wir nicht. Uns seid ihr mehr, ihr seid das Licht.